Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Gemini Rue. Ein Sci-Fi Cyberpunk Point-and-Click-Adventure im Film-Noir-Stil aus dem Jahre 2011 von Josh Nürnberger. Dieses Spiel ist eins meiner persönlichen Adventure-Highlights der letzten Jahre und daher freue ich mich riesig, dieses Spiel jetzt nochmal zu spielen. Und daher würde ich sagen, ohne große Umschweife starten wir ein neues Spiel und ich wünsche euch viel Spaß im Intro. Subject is stable. Proceed to memory wipe in T-minus 60 seconds. I still don't see why we can't just let him keep this memory. There is no reason to let him keep the memories of his escape. Any skills he learned are kept in his cognition areas, not memory banks. Assuming you two don't wipe those areas as well, then I'd have to retrain him all over again. As I was saying, if they try to escape again, they'll have some pre-existing knowledge to help them get out. If they try to escape again, don't kill them next time. She wasn't supposed to die. Something's off. His breathing is starting to become irregular. Initiating memory wipe in T-minus. Okay, here we go. What are we supposed to do if he's conscious? What are you doing to me? Relax, Delta 6. Just one more second. It doesn't matter. Just relax, Delta 6. Stop, please. I can't do that. Just relax, Delta. What are you doing to me? Relax, Delta 6. Just one more second. Vitals are stable. Is he okay? Assuming you both did your jobs correctly for once. He's fine. Delta 6, you're in our hands now. Gemini System, Colony of Barracus, 400 hours. Kane. Yes, Azrael? Something's wrong. You should have been here by now. People change in 5 years. He's not with the Body Okuden anymore, I told you. We're already an hour late. I can't stay in orbit unnoticed forever. What do you want me to do? Find him. Get a new extraction point or we're getting out of here. Alright. I'll start looking through the city. I'll probably have to ask one of the locals. He moves all the time. Alright, one more hour. We'll be waiting. Azrael out. Ja, wir sind also Azrael und sind derzeit auf der Suche nach Matthias Howard, mit dem wir offenbar, den wir finden müssen, um einen Extraction Point zu finden. Wie heißt das auf Deutsch? Ein
ja, ein Abflugpunkt letztendlich. Also ein weiterer Freund, Kane, schwebt gerade mit einem Raumschiff im Orbit um diesen Planeten. Und genau, wir müssen hier langsam mal verschwinden aus irgendwelchen Gründen. Ja, dann haben wir in der Anfangssequenz ja auch noch ein paar merkwürdige Dinge gesehen. Eine Person namens Delta Six war auf einem Stuhl in irgendeiner Anstalt und die Wissenschaftler waren im Begriff, die Erinnerungen von Delta Six auszulöschen, weil er offenbar versucht hat zu fliehen oder sowas. Alles ganz merkwürdig, wir wissen auch überhaupt nicht, was hier eigentlich gerade Sache ist. Wir müssen uns jetzt hier erst einmal orientieren und wie gesagt, unser erster Auftrag lautet, mit unserem Asriel Matthias Howard zu finden, um mit dem zusammen zu verschwinden. Der Name Borja Kudan ist gefallen, was auch immer das bedeutet. Scheint so eine merkwürdige Gruppe zu sein von Leuten. Ja, müssen wir alles rausfinden, würde ich sagen. Vielleicht noch ein, zwei Punkte vorweg. Jedes Detail, jedes Rätsel kenne ich hier natürlich jetzt auch nicht mehr auswendig. Es ist schon ein bisschen her und deswegen bitte ich da vielleicht um Nachsicht, wenn ich hin und wieder mal an dem einen oder anderen Rätsel noch ein bisschen länger sitze. Also es wird kein echter Walkthrough, es wird so eine Art, naja, so ein halbblindes Let's Play, wenn man so möchte. Gut, dann noch ein Punkt, den ich gerade checken möchte. Und zwar gehe ich jetzt mal in die Options, weil ich würde, ich glaube, ich würde gerne den Sound ein bisschen runterdrehen und auch die Musik. Das schien mir im Vergleich zur Stimme ein bisschen laut. Ich hoffe, das ist soweit okay. Obwohl ich sagen muss, wenn ich jetzt alleine stellen spiele... Nein. Wir wollen auf keinen Fall quitten. Wir wollen das Spiel weiterspielen. Genau. wenn ich es alleine spielen würde, würde ich mir das Prasseln des Regens lauter machen, weil ich finde das Geräusch ehrlich gesagt ziemlich schön. und das kommt ja gerade auch sehr atmosphärisch rüber, wie ich finde. Gut. Laber, Rhabarber. Matthias hat einen Communicator. Was ist das denn? Hier können wir, ja, hier haben wir Notes, Names und ein Telefon und in den unseren Notizen steht, dass wir also Matthias auf Barracus, das ist der Planet, auf dem wir uns gerade befinden, finden sollen und zwar um 13 Uhr. Allerdings ist er nicht gekommen. Wir haben ja schon 14 Uhr, wie wir gerade festgestellt haben. Und ja, dann sollten wir mal gucken, dass wir in sein Haus kommen, in sein Hotel oder in seine Wohnung. Ja, das steht in den Notes. Dann haben wir noch irgendwelche Namen und ein Telefon. Bis jetzt haben wir aber nur die Nummer von Kane Harris, mit dem haben wir gerade schon telefoniert, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr so viel erzählen. Hier haben wir noch ein paar Informationen über die Namen. Kane Harris ist der Partner von Matthias, von Asriel. Und ja, sein Partner für die letzten 8 Monate. Er traut ihm aber immer noch nicht. Jedoch möchte Asriel ihn dafür auch jetzt nicht großartig Vorwürfe machen. Aus welchen Gründen auch immer. Wissen wir noch nicht. So, Matthias ist im Moment... Nein, nochmal. Ach so, wir waren noch nicht fertig. Stopp. Jetzt habe ich so schnell weggeklickt. Nochmal die Namen. Kane Harris, da gab es noch ein zweites Informationsfenster von Kane. Und zwar befindet sich gerade im Orbit über Barracus und seine Nummer ist bla bla bla. Dann ein paar Informationen zu Matthias Howard. Wer ist das eigentlich, den wir hier suchen wollen? Ja, den hat Asriel während des Krieges in Germany getroffen und er war ein guter Freund von ihm und half ihm einen Job danach zu finden. Allerdings ist es schon ein paar Jahre her, dass Asriel und Howard sich getroffen haben. So, viel mehr wissen wir noch nicht. Lassen wir es erstmal, wir müssen es erstmal nicht mit Kane telefonieren, das haben wir ja gerade gemacht. Versuchen wir doch erstmal hier selber ein bisschen klarzukommen in der Gegend. Was haben wir denn hier alles? Hier haben wir einen Exit, hier haben wir ein Tor, das wir vermutlich nicht öffnen können, oder? So, achso, genau, das ist ja noch Left-Click, a verb or inventory item to use on an
to use it on an object, genau. Also im rechten Mausklick können wir dieses Fenster öffnen und damit haben wir die Möglichkeiten zu interagieren. Wir haben also hier, können Dinge anschauen, wir können Dinge benutzen oder nehmen, mit jemandem reden oder auch Dinge treten. Und das ist unser Inventar. Wir haben einen Communicator, ein paar Dietriche und eine Pistole. Können wir die noch? Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Dann können wir anschauen. Probably leads into a back alley. Ja, dann mach doch mal auf. It needs a key. Ja, okay, gut. Dann dreht's mal auf. Doesn't budge. Das geht alles nicht. Was ist denn das hier? Must have just turned on hours ago. Ach so, das war die Lampe. Nee, das ist auch gar nicht. 4382. Merken wir uns mal oder auch nicht. Nee, braucht man glaube ich eigentlich nur zur Orientierung. Puh, was haben wir denn hier? Wenn wir schon mal hier auf der Seite sind, gehen wir doch mal hier ins Exit. Oh, was ist denn das hier? Trash Heap. Ist ja irgendwas interessant, eine Leiter. Ist da sonst irgendwas Interessantes drin? Ich befürchte nicht. Also hier ist jedenfalls nichts, was wir... Ach, wir gehen einfach mal runter und orientieren uns hier. Einmal, oder? Nee, hier ist nichts. Komm, lassen wir das. Schnickschnack. Hier haben wir ein Terminal. Was haben wir denn? Können wir damit noch machen? Oh, Fotos. Auch interessant. People have been missing in Gemini for months now. The Bodhi Okuden aren't killing them, but nobody knows where they're going. Mhm. Fotos von Menschen, können wir die nehmen? These photos mean something to someone, not to me. Gut zu wissen. Database 7-25, search protocol initiated. Okay. Was haben wir denn hier? It's like a planetary terminal, runs just like a computer. Gut. Dann benutzen wir das doch mal. The rain must be interfering with the terminal. The screen is all staticky. Maybe a little kickstart would do it some good. Ein Kickstart. Huch. Ich habe das zu schnell weggeklickt. Tut mir leid. Irgendwas hat er gesagt. Jetzt kann man es jetzt benutzen? Please log in with your citizenship ID card to access this terminal. If you are visiting from off-world, please use your temporary visitor's card you acquired in the boarding station. Tja, ich befürchte, so eine ID-Karte haben wir gar nicht. Da müssen wir uns da vielleicht später drum kümmern. Tja, was haben wir denn noch hier? Wir müssen uns erstmal hier umschauen, um hier überhaupt mal klar zu kommen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Back-Alley, einen Hinterweg. Double-click to redo last action. Okay. No parking. Ich wollte eigentlich nur das Schild lesen, vielleicht mal mit dem Bettler hier reden. Hey. Hey. You're not gonna have any luck with him. Either they're totally spaced out from the juice withdrawal, or they're too weak to talk. Juice withdrawal, aha. Aha, hast du gerade mit mir geredet? Vielleicht finden wir ein paar interessante Informationen. Sag mir doch mal was. Hey.